Die Anja möchte uns einen vergessenen Riftstein zeigen. Mach das mal. Aber eigentlich sind wir auf dem Weg in das östliche Dorf zu dem Geheimnis des falschen Souveräns. Jemand, der sich als Arisen, als Erweckter ausgibt. Was aber gar nicht ist. Aber ein Riftstein ist natürlich auch wichtig. Zeig mal. This is generally used as a material. Watch out for the choppers. It fears fire's fury. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich gucke mir mal an, wenn sie meint, er ist in der Nähe, hoffentlich ist er nicht zu weit weg. Sollen sich auch nützlich vorkommen. Ich hoffe, es ist nicht zu weit weg. Was hat die eigentlich für Zeug an? Vor allem, das war jetzt ja kein Vasall von einem anderen Spieler. Das ist einer der offiziellen Vasallen, die man halt Capcom bereitstellt. Ernsthaft? Haben die... Schau mal, das kann ich doch angucken. Haben die... Fehlt da irgendwas? Oder ist das eine richtige Rüstung? Oder wie ist das? Muss ich jetzt mal kurz schauen. Anja. So, die hat eine Waffe. Die hat einen Helm, ja, diesen Umhang. Sie hat ein Oberteil an. Gelehrtenstiefel. Eine Hose. Nee, ich mal. Das ist auch so ein bisschen... Die haben, es gibt ja keinen... Hosenslot sozusagen. Es gibt Stiefel und Mantel. So. Also die Hose, das Stiefel, okay. Die kommen oft zusammen mit einer Hose so rum. Arbeiterbeinzeug, bei mir ist das auch Bergmannshosen. Das ist ein Slot irgendwie, Schuhe und Hose zusammen, okay. Und bei Anja das Gelehrtenstiefel. Im Zoran ist das ähnlich. Aber er hat halt darüber noch eine Robe an. Ein Mantel und sie hat da drüber ein Bergmannshemd. Ich weiß nicht, ob Bergmänner so rumlaufen. No such letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Damit kann man die ganz gut abschießen immer. Jetzt keine Ahnung, was die Anja wollte. Kommen alle übrigens her. Wir gehen jetzt doch zu dem Auftragsziel. Ich dachte, es wäre gleich ums Eck. You truly are formidable, Arisen. Sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. I suppose 'tis so. Okay. Faring well, I hope. Yeah. I've a favor to ask. Would you? Ich brauche einen Escort und mir fällt sonst niemand ein, an den ich mich wenden könnte. Warum kommt das jetzt als Pop-up? You'd be willing to hear it. I'm grateful to you, sir. Wir helfen schon mal gerne. Den ganzen Weg zurück. Kann ich auch sagen, sie soll hier kurz warten. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg zurückgehen. Ich bin doch fast bei dem scheiß Dorf. I'll gather this. It might be of use. Kommst du einfach mit, oder? Marie? Komm einfach mit, Marie. Und dann, wir kommen schon noch mal wieder an. Ich muss jetzt gerade schon wieder. Ich muss nach hier rüber. Genau. Nach außen. Das ist schon richtig. War kurz verwirrt. Marie kommt einfach mit. Man ist besser, als allein hier im Dunkeln zu stehen. Von daher. I tell you.
wir sind ja fast da. Wir müssen jetzt irgendwie über den Fluss kommen noch. Oder einen anderen Weg gehen. Vielleicht war es keine gute Idee. Nee, keine gute Idee. Gut, wenn ich schon hier bin, kann ich eben diese Landzunge noch erforschen. Aber wir hätten doch lieber unten lang gehen sollen, wie es aussieht. Dass da keine Brücke gibt. Was soll das? Ja. Aber diese... Das Ende erkunden wir eben noch. Da ist ein Wasserfall. Perhaps this will seem of little consequence, but ja. Some masters rearrange their party at the drop of a hat. Look there. Methinks I spy aught of use. Einmal wurde er nach einem halben Tag wieder entlassen, der Zoran. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was so ein sympathischer Typ. Dass den niemand entlässt? Unvorstellbar. Gold, ich meine. Wir kommen jetzt nicht so leicht drüber. Wir rasten mal. Die Marie ist jetzt irgendwo da hinten geblieben. Kommt die nicht den Berg hoch? Naja. Ja, if you please. Ist. Ja, mach mal ruhig mal. Ach doch, die Marie ist doch mit hergekommen. Klar, ich behalte jetzt einfach den Rest des Spiels. Was machen wir denn Leckeres? Hier, Beaststeak. Ich glaube, dafür ging. Das war ihm am wichtigsten in der Entwicklungszeit. Deswegen hat er Dragon's Dogma 2 gemacht. Der hat seine ganze Entwicklungszeit nur. Das bedeutet mir sehr viel. Okay. Wenn du das sagst, Marie, ist das sicherlich richtig. Let us return once we've grown tired, my lady. Let my magics grant you an elemental boon. I shall be glad to assist you, Arisen. Ja, halt mich mal kurz. Danke. So, hier ist noch immer noch irgendwas angezeigt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das stimmt, weil was sie eigentlich angezeigt haben, war halt, ist da noch irgendwas anderes? Ja, doch, da, guck. Die Suchermünze. Now here's a surprise. Medaille. A Medaillon. Discovery. Im dritten Mal habe ich das richtige Wort gesagt. I'll have to remember to tell my own master about this. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir hier vernünftig zurückkommen. Ja, Zoran hüpft da einfach mutig runter. Wollen wir, dass die Marie auch mal mitkommt? Für die ist es nicht ganz... Okay, ich wollte gerade sagen, für die ist es nicht ganz so leicht, aber... Alter, dass du nicht länger als einen halben Tag irgendwo mit dabei bist, wundert mich nicht, Zoran. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. It is not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. Dies auf der anderen Seite wieder ein bisschen sehr kritiklos. Ich vermisse meinen Florence. So, wir gucken uns mal hier in die Häuser. Gucken wir mal in die Häuser, gucken uns da mal um. Können wir irgendwelche Leute ausrauben? Ihre Sachen ausleihen. Weiß nicht genau, wie das In-Universe hier funktioniert. Was da die Logik dahinter ist. Herumtreiber Halstuch. Ist wahrscheinlich nicht so gut wie mein aktuelles Kopfteil, würde ich denken. Ist das denn nur für Optik? Weil das hat die gleichen Stats wie auch die abendliche Maske die gleichen Stats. Haben die gar keine Stats? Ist auch noch abgegradet.
Soll ich beiß an? Achso, das ist um den Hals. Dass das Schwere zu entdecken ist. Das ist zusätzlich, das hat gar nicht. Was denn zusätzlich zur Mütze? Ist das noch ein Kopfschutz? Okay. Kann ich mir das dann angucken? Muss ich leider erst rausgehen. Hat sich irgendwas davon angelegt? Das Halstuch. Sieht man einfach nicht, oder wie? Okay. So mit der Maske. Die sieht man wenigstens. Das sehen wir ja aus wie. Keine Ahnung, wie so ein Superheld. Ich lasse die mal an. Ein common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ach hier. Ja. So. 100 Gold liegen hier in einer Ruine, wie es halt öfter der Fall ist. Hier haben wir noch so ein. Ja, mal gucken, ob der Zoran schon dran glauben muss. We are none of us alike in vocation. Echt? Our respective abilities are unique as well. We must each of us own our skills. Ich will aber auch jedes Mal den gleichen Witz machen. Ich bin auch nicht besser als die Vasallen. Jedes Mal. Aber es fällt halt schon auf. Ich wollte auch nur eine begrenzte Anzahl an Sprüchen. Tut mir leid. Robin. Noch eine Robin. Robin und Robin. Und noch ein Robin. Ist jetzt hier gerade das Robin? Robin, Robin? Ist denn hier, hä? Das ist der Robinstein oder was? Wäre nicht aufgepasst gerade eben. Okay. Das ist der Robinstein. Robins von allen Leveln. Ja, aber der Zoran geht mir auf den Sack. Nehmen wir lieber Robin mit, würde ich sagen, oder? Robin statt Zoran? Was hat denn der? Was hat denn der Zoran für Sachen? Klingen, Werkstärke. Erzmagier Rang 1 und Rang 7 Magier. Waffenfertigkeiten. Donnermine, Salamander. Guck mal, was hier die Robin dabei hat. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat strength. So, Rang 5 Erzmagier. Das probieren wir nochmal. Nur Rang 1 Magier, aber Rang 5 Erzmagier. Interessant. Bills take. So, Zoran, leider musst du gehen. Es liegt an dir. Kriegst einen Apfel. Kriegst keinen Daumen nach oben. It was a pleasure to swing my weapon for your cause. Ja, I'm at your disposal. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Na gut, dein Anmeldeformular füllst du dann erst später aus. Meinetwegen. Ich bastel mir mal kurz ein paar Sachen. Kombinieren mal kurz ein paar Geschichten. Einfach. Ja, kombiniere einfach, krieg schon die richtigen Sachen irgendwie raus. Nüchternheitstonikum. Himbeere. Kann man nicht kombinieren mit irgendwas anderem. Ah, hier geht noch irgendwas anderes. Weichmacher-Elixier. Kann ich hier noch irgendwas kombinieren? Na, guck. Mächtiges Roborans. Alles Wunder-Roborans. Die Roboransen. Gut. Hackfleisch. Hartknollen. Gut und schlecht. Kann ich das dann kombinieren? Ölpfeil. Achso. Ja, macht Sinn. Dann haben wir aber von diesen Roboransen. Und die kann ich dann im Kampf nutzen. You mustn't shirk your duty. Lest you forget, 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. Das haben wir eine neue Interaktion. Okay. Die neue wird gleich ein bisschen angebatzt von der Anja. Gerade ist ins Team gekommen. Vergiss nicht, ja, worum es hier geht. Noch gerade eben erst angekommen. Du hast dir noch gar nichts geleistet in dieser Gruppe. Aber
Ruhe! Wir gehen noch rum und diskutieren. Hier wird irgendwas angezeigt. Ist hier noch irgendein Käfer oder vielleicht ein Suchermedaillon? I learned of a forgotten rift stone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it if you like. Halt, nein, nein sagen. Halt, zu mir. Das checkt sie dann, dass ich das nicht will. So, wo ist jetzt irgendwas? Ich weiß nicht mehr, was hier ist. Aber irgendwas soll hier sein. Weiß es nicht. Falls ihr eine Idee habt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich möchte mal wirklich wissen, was ich übersehe. Das verstehe ich echt nicht. Ich denke mal, dass es vielleicht irgendwie vielleicht in einem Busch liegt und nicht so leicht zu sehen ist. Aber nee, das ist ja auch jetzt hier. Hier irgendwas untersuchen bei diesem Feuer, bei diesen Steinen. Noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. What is that? A tower? Nay, a statue? We ought to take a closer look. Wo zeigt sie hin? Meint sie die Statue da hinten? Der Greif ist cool. Ich meine sie die da, oder? Das Einzige, was halbwegs Sinn ergibt. Was das aber eben für ein Sound? Das mich viel mehr interessiert. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I'm up to the challenge. We must not let down our guard. Yeah, I can't let them harm you. Avoid the enemy. Be doused in oil. Seh nichts. Das muss auch auf, also so cool die Spells ja sind. Ich glaube, gerade wenn man selber den Magier spielt, aber es muss ihnen noch aufgefallen sein, dass man als Nahkämpfer so oft gar nichts sieht. Aber wahrscheinlich war einfach der coole Effekt dann wichtiger. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich diesen roten Blitz nutzen soll, dieses Ding hier. Mal, hä? Wechsle ich das gerade mit dem. Suchen die Klinge. Ne, das ist der Schuss. Warum kann ich den gerade nicht aufladen, den roten Blitz? Kann ich doch eigentlich. Okay, jetzt geht's doch. Irgendwie so ein magischer Angriff, um die zu stoppen. Aber ich bin nicht ganz sicher, warum ich den eher benutzen sollte, als einfach zuzuhauen. Vielleicht sind manche halt gegen Magie anfällig. Might you consider lightening your pack, Mars? Ja, du hast natürlich recht, mir auch schon aufgefallen. Müssen ein bisschen was ablegen. Sind schwer beladen. Das kann man kombinieren. Kann man eigentlich Sachen kombinieren, die im Inventar von jemand anders sind? Wenn ich das jemandem gebe, ob der es automatisch benutzt. Jetzt mal nur mittelbeladen.
21. Na gut, wir haben eine Menge Heilung. Was wir mehr brauchen ist, dass wir, uns immer genug Ausdauer geben können. So, wir haben ein paar Roboranzien. Gesundheit und Ausdauer. Gesundheit. Ausdauer. Den können wir eben benutzen. Perhaps it is time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Nein, wir haben noch eine Quest zu erfüllen, Kinders. Der Florence hat schon wieder die Ratten weggeballert hier. I grant your weapon a magical boon. Kommen wir jetzt dahin, wo wir hinwollen. Ist hier durch einen Steinschlag verschüttet. Wir versuchen außenrum. Das finde ich wiederum ganz cool. So ein bisschen die Gegend erkunden, einen Weg finden. Die Umgebung und sowas ist alles ganz nice. Müsste ein bisschen mehr Gegnervariationen geben. Von den normalen Gegnern gibt es die Wölfe, diese Goblins und diese Echsenmenschen. Now then, which way? Let us trust in ourselves and proceed with caution. Natürlich ein paar große. Kann ich darüber hüpfen? Sehr schön. Und irgendjemand wütet da unten rum. 2000 Gold, nice. Taurus. Ich muss auf die Karte gucken. Jetzt zum Glück trotzdem. Und dann erlegen wir den mal. Wo sind meine Leute? Da kommen sie alle. Robin auch. Lass mal hier runtergehen, alle. Kommt mal mit. Und dann kämpfen wir. Warum setzt die Musik aus? Da ist er dann noch. Komm mal her. Oh, Eleonora springt da runter. Also die hat extra den Weg gezeigt, wo es nicht so gefährlich ist. Lass mal den wegballern hier. Wo ist denn Taurus hin? Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Tis of dire import we unmask the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. I can guide you to the place arisen, or thereabouts. We're in your hands, sir. Much obliged. There, Master! A Minotaur! It cannot weather ice's numbing grip! Lass es probieren, die Angriffe. Nein, aufladen. Warum macht das denn jetzt nicht? Oh.
We must make the most of this opportunity. Focused attack will end this, foe. On my way. Thank you kindly. I did not mean to stop you. You mustn't let this stop you. Wenn man seinen Auftrag von Anya erfüllt und kriegt einen Apfel dafür. Well said. Ja, also ich gewöhne mich langsam an die mystische Klinge und ein paar Kombos. Auch dass man irgendwie in die Angriffe halt diese Sachen mit so einpflichtet, aber was relativ schnell geht. Die kann man einfach so mit da rein queuen. Ja, wie viel Schaden die machen, aber. Einfach mal so mit reinholen, das ein paar Mal gemacht. Drachenstich ist für den Angriff. Damit bin ich immer noch nicht ganz sicher. Das habe ich einmal am Anfang im Kampf aufgeladen. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Die setzt sich hier gemütlich hin, die Robin. Gerade erst angeheuert. Vielleicht war es doch ganz gut von der Anya, die am Anfang so ein bisschen mal. Ja, genau, die Anya will weitergehen. Vielleicht ist sie auch nur kalt, vielleicht hat sie eine Blasenentzündung und deswegen will sie nicht so lange außerhalb der Stadt bleiben. Die setzt sich hier hin, Lebenspunkte sind fast voll, nix da. Los, sage ich. Nicht rumsitzen. Over here, if you please. This way, Master. Ja, jetzt bin ich mal weit weg von dem Dorf. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Das ist ein ganz anderes Dorf, ohne Namen. Die rätselhafte Siedlung. Das Dorf ohne Namen. You there? Are you looking to enter the village? Enter? Gibt's hier irgendwie eine Stadtmauer oder einen Eingang? You best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. Okay, du siehst sehr vertrauenswürdig aus. Was du sagst, ist bestimmt immer richtig. I don't know about you, Master. But word of a curious village does more to spark my interest than deter it. Echt jetzt? Go elsewhere, friend. There's no business to be had here. That's kann ich ja mit dem handeln. Lampenöl. Kaninchenfell. Mir ist schwer beladen. Also ich finde das nicht so gut. Ich mag diese Balancing nicht. Kann man natürlich unterschiedlich Ansicht sein und wir haben das Problem leider, dass Fans, wenn man ein Spiel gut findet, und ich finde das Spiel gut, dann sind viele immer dazu dabei, alles abzuwehren und jede kleine Kritik nicht zuzulassen, sozusagen. Und hier zum Beispiel, ein Jagdbuch mal anders geben. Ich finde so Systeme nicht so gut, die so drauf basieren, dass du so viel lootest, wie das hier in Dragon's Dogma 2 stattfindet, wo es ja auch darum geht, dass du die kombinierst. Die Sachen, dass du viele unterschiedliche Sachen hast. Und wenn man dann so schnell immer überladen ist, es fühlt sich irgendwie immer, keine Ahnung, für mich
Kann ich nochmal hier was kombinieren? Kann ich einen Apfel kombinieren? Irgendwas. Arzneitrank, super. Schwächung durch Nest, ne, das will ich nicht. Ja, das können wir immer machen. Gesundheit ist nie verkehrt. Ich kann gerne irgendwie noch was machen, was meine Ausdauer erhöht, aber habe ich gerade nichts. Bringt etwas Geld ein, na dann. Lass mal kurz Robin, Lazarus, das ist wichtiger. Also, man hat so viel mit Inventar-Tetris beschäftigt und dann ist es ja Teil dieses Systems von den Pawns, von den Vasallen, dass man ihnen eben Sachen geben kann. Und ja, das ist irgendwie ganz cool, dann verteilt man das, aber das ist jetzt ja auch keine interessante Herausforderung oder Entscheidung, dass man sagt, ah, wem gebe ich denn jetzt was, sondern man geht ins Inventar und ballert die Sachen rum auf die vier Leute. So, okay. Aber die Pfeile kann ich eigentlich auch mal einfach dann ruhig mal auch in die Kiste. Also ich finde das jetzt nicht ultra spannend, dann immer mein Inventar zu sortieren. What is their intent, I wonder? Tis eerie, but we must needs press on. Wir haben jetzt hier ein geheimnisvolles Dorf. So, das ist jetzt hier schon. Wir sind auf der Dorfkarte. Das gehört schon mit dazu. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. What you need of me? Ich bin doch gerade geheimnisvoll unterhalten. I fear I've not useful to share. Und jetzt gehen sie einfach weg, als wäre nichts gewesen. Die haben sich gerade konspirativ da verabredet. So, lass mal hier schön in den Apfelgarten. We have found a material. Ja. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. So, hier sammelt man mit Sachen ein. Seems I've drawn the short straw. Of course I wouldn't dream of complaining about it. Na, natürlich nicht. So, kann ich mir jetzt noch mal ein paar mit den Hartknollen, die sind doch für Ausdauer, oder? Kann ich nicht kombinieren? Ich hätte gedacht, dass man bei dir von alleine eine Ausdauer herstellen, dass man jetzt hier was kombinieren könnte, aber nein, bin ich leider nicht. Schade. Wir finden jetzt raus, was in diesem Dorf komisch ist. Hier stimmt was nicht. Das seltsame Dorf. Hier eine Vermutung, was hier nicht in Ordnung ist? Das ist eine geheime Macht, die das Königreich übernehmen möchte und dann hat sie so einen Zombie-Erweckten dahin geschickt. Das sind ja eigentlich Zombies in dem Sinn, oder? Es ist eine Kiste. Ich werde einen Blick in die. Natürlich. Das wird keinen stören. So you say. But you wagered against our visitor, did you not? And I'd do it again. Just look at that fool's face. Fancy a look at my wares? Fancy a look at my wares? Ja, noch reden? The safer the roads, the heavier my pockets. Das war dann. Danke für das Gespräch. Man denkt immer, man kann irgendwas Kluges von denen hören und dann erzählt er einen so eine Geschichte. Also, coole Dolch, oh, ganz schön, also für, das wäre ein gutes Dolch-Upgrade gewesen, auch für ein paar andere Sachen. Das ist für einen Krieger, da muss ich mal, da gucken wir doch einfach mal für Eleonora. Krummschwert oder das silberne Rapier. Rapier, sag mal Rapier oder Rapier? Rapier, glaube ich. Alessische Ochsenhautkapuze. Da hat unsere Eleonora so eine hübsche Frisur. Das ist die heulende Kapuze. Sieht sie aus wie die Anja. Talische Jacke. Halbplattenharnisch. Wallbrecher kann sie nicht tragen. Lionel-Hosen sind besser als ihre jetzt. Was ist jetzt für Hosen? So einfacher. Wie teuer sind die Lionel-Hosen? 7200. Wir haben 10.000. Das ist auch nicht unendlich viel Geld. Buschräuber. Das gibt uns 40 ungefähr. An ihr verkauft. Okay, wie teuer ist die Waffe? 8,5. Die macht deutlich mehr Schaden. Sieht auch ein bisschen schick aus. Ich glaube, den holen wir für unsere Eleonora.
Gleich nochmal die anderen Sachen. Die Ochsenhaut, das gibt ungefähr so 30 mehr für 5000. Halbplattenharnisch ist kaum besser. Ist auch ein bisschen scheiße aus, ehrlich gesagt. Finde ich irgendwie. Gefällt mir nicht so gut. 40 für 7. Ich kaufe hier eine bessere Waffe. Noch ein bisschen was verkaufen. Obwohl in meinem Inventar ist, glaube ich, nichts so Spannendes. Fällt irgendwas auf von den Waren. Hier, die können wir verkaufen. Die sind, glaube ich... Die braucht man nicht. Ring des Auswachsens. So, Eleonora kann das alte Schwert verkaufen. Den Jagdbogen. 1400 Gold. Das kann man ganz gut sein, wenn wir irgendwo mal schleichen wollen. Ring des Hochgefühls. Jetzt haben wir mal ein bisschen Geld auch wieder zurückbekommen. Ich gebe Eleonora dann, machen wir es so, ich kaufe dann doch noch die Hose. Geben wir ruhig ein bisschen was aus hier. So, dann gibt es für Eleonora noch eine Hose. Lionel oder Buschräuber? Ich finde, die Lionel-Hosen sehen besser aus. Wo die sogar ich vertragen könnte, oder? Wie sieht es denn bei mir aus? 120. Die gleiche. Achso, das ist aber die Gesamtabwehr. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich wollte die Stats eigentlich nur von der Hose mal sehen. Aber gut, der zeigt die Gesamtveränderung an. Bei mir wird es um 11 erhöht, bei ihr um 38. Das sind wesentlich schlechtere Hosen. 14, 41. Ja, für sie ist das wichtiger. Wir können es ja beide tragen. Das ist eine Hose, die für alle Klassen geht. Dann gönnen wir ihr die Hose hier. Und dann verkaufen wir die alte gleich. Also die alte Hose, nicht die alte. Sie ist auch kein Arbeiter, das passt überhaupt nicht. Okay. Vielen Dank. War super. Always a pleasure. Our packs are heavier and our purses far lighter. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. Das sehe ich genauso. Das war eine Investition. Gutes Hackfleisch-Roboranz. Lecker. Marie kommt auch die ganze Zeit mit. So. Can't say I have any tidings to share. Das ist alles super verdächtig mit denen. Die stehen immer so zusammen und dann, ich geh weg, ich wollte eh gerade gehen, nee, nix. 1000 Gold in der Truhe, stört zum Glück niemand. Ich komme da nicht drüber weg. Tut mir leid, dass ich das zu oft sage. Oh, ein gefalteter Brief, den lesen wir gleich mal. Ich finde das albern. Man kann eine Welt besser gestalten. So. This letter is as suspicious as they come. We must find someone who can explain its true meaning. Wir gucken uns hin. Doch erstmal an den Brief, den wir gerade gefunden haben. Ein anonymer Brief, der die Formulierung ein Stück Messing enthält. Darf ich jetzt nicht selber lesen, das müssen wir gucken, wie wir den Brief zeigen können. Aufträge. Ermittler gegen den falschen Souverän, du hast einen Brief in Daraks Haus gefunden. Ermittler gegen den falschen Souverän, da sind wir noch dabei. Als du das Dorf betreten wolltest, wurde dir zum Umkehren geraten. Das Thema Messing wird seltsam Aufwand hervorgehoben. Gucken, wie wir darüber reden können. Vielleicht mit dem Brand. Und wir sind aber noch nicht fertig in dem Dorf. Okay. Ist an dem Brief noch irgendwas verdächtig, außer dass da drauf irgendwas mit Messing steht? Weil das man sonst keinen Hinweis hat, sollte es an sich nicht so verdächtig sein.
Yeah? What is it? Ist ein Zwerg oder ein Kind? Das kann mir vielleicht was sagen. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? Mal nach dem Dorf fragen. You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of Vermund. Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. 'Tis a name unfamiliar to me, I'm afraid. At least, no one by that name lives here, sir. Arthur. Okay. At least, no one by that name lives here. Das war alles. Es war nicht so hilfreich. Ich meine, war sie etwas freundlicher als die anderen. This is the inn. We've room to spare if you're looking to spend the night. Of course. Nothing's free in this world. 1500 Gold. Einlagern. Kann ich denn hier stopp oben? Heilmittel, Utensilien, Materialien. Und ich kann mal alle einlagern. Und wertvolle Sachen. Wenn ich die entlasse, werden die Sachen automatisch eingelagert. Von den Vasallen, die man zurückschickt. Und ja, trotzdem hat sie nicht so schwer zu tragen, hat sie mehr Ausdauer. Sonst irgendwas, was wir hier lassen wollen? Im Lager können wir gleich noch ein paar Sachen kombinieren. So, Gesundheit, große Menge Gesundheit, große Menge Ausdauer, das möchte ich. Hartknollen Roborans. Dass man die Hartknollen selber nicht irgendwie kombinieren kann. Wir haben noch Trockenobst, geht vielleicht damit noch irgendwas. Große Menge Gesundheit. Auch zumales Gesundheit. Ich will den Ausdauer. Das ist vergammelt. Ich kann mal mein Lampenöl noch rausmachen aus irgendwelchen vergammelten Sachen. Dörrfleisch. Ja, mach mal Dörrfleisch raus. Ist ja alles da weggammelt. Ist alles in der Truhe. Nehmen wir ein bisschen von den Roborans mit, was wir hier haben. Gesundheit, Gesundheit. Was ist das denn für ein Ding hier? Mittagsblüte. Nein, sollte ich. Na egal. Kombinieren eventuell. Da haben wir zwei bescheidene Lagerdinger drin. Lazarus-Splitter nehmen wir mal wieder mit. Haben sich den Lazarus-Stein zusammengefügt. Sehr gut. Da hatte ich sogar noch Ausrüstung drin. Steht da, wie viel die wert ist? Nicht so wirklich. Aber die könnten wir mal verchecken. Auch die Waffen hier unten. Das mache ich mal eben. Das verkaufe ich dann. Was, wenn ich komplett überladen bin? Werden wir gleich mal feststellen. Onyx auch. Können wir noch die Laufbahn anschauen, Fertigkeiten. Ist ein bisschen aufgestiegen. So, Beförderung. Beschleunigt durch Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen oder Heben. Okay. Kann ja nicht schaden, sondern noch einen Platz frei haben. Kernfähigkeit. A drücken, sobald bedrohlicher Blitz oder Streublitz einen Feind trifft. Da guck, jetzt können wir den Blitz ein bisschen besser machen. Dann lohnt es sich vielleicht auch mal. Erlaubt dem Anwender, sich sofort am Ziel zu nähern, sodass das von bedrohlicher Blitz auf Streublitz getroffen wurde. Das ist noch so ein bisschen Mobility-Geschichte. Ah. Wo ich ja auch einen anderen Spell habe schon. Dann kann ich die Fertigkeit vielleicht austauschen. Ich habe ja einen so einen Angriff, wo ich damit mache. Wir nehmen das mal mit. Flinkfuß mit A, X und A. Ferner Blitz erhöht die Reichweite von roter Blitz. Ja, nutzen wir manchmal. Waffenfertigkeiten. Bescheid. Ich habe ausgesucht. Im Moment suchende Klinge ist der
Drachenstich ist der Angriff, den ich meinte, wo man halt, man sieht es gerade im Bild, nach vorne geht, suchende Klinge. Das sind diese kleinen Orbs, die man noch beschwören kann, die dann nach irgendwie 3 Sekunden wegfliegen, sind nicht besonders stark, können aber in der Bewegung während eines anderen Angriffs aktiviert werden. Ganz nett. Bescheidenes Opfer lässt Objekte in der Nähe schweben und schleudert sie auf das nächste gegnerische Ziel. Nicht so schlecht aus. Liebeshand zehrt von der Lebenskraft des Ziels und gewährt sie dem Anwender in der Form von Ausdauer. Kann nicht gegen Ziele verwendet werden, die keine körperliche Gestalt haben. Ausdauerregeneration. Okay. Spiegelgewand. Errichtet eine magische Barriere um den Anwender und alle Verbündeten in Reichweite. Jede Barriere hält nur sehr kurz an, aber hält währenddessen jegliche Arten von Attacken auf. Sieht ganz gut aus. Nehmen wir mal. Diebeshand oder bescheidenes Opfer. Ist noch ein Fernangriff. Kann ich das auch machen, wenn ich auf einem Gegner drauf bin? So, das ist das suchende Klinge. Ich gucke die Sachen gerade nochmal an. Zum Drachenstich suchende Klinge, sondern machen wir bescheidenes Opfer. Das finde ich auf jeden Fall interessant, das andere versteht man ja relativ gut. Probier es mal aus und packen es hier rauf. Liebeshand schalten einfach mal frei. Ist da noch ein Upgrade für? Noch nicht. So, für Eleonora gibt es auch was Neues. Neue Waffenfertigkeiten. Hier sind denn neu. Perfekte Abwehr. Schützt vor allen Arten von Attacken. Verbraucht eine große Menge an Ausdauer beim Verteidigen. Moment haben wir ausgerüstet. Gucken wir ganz kurz. Schildprügel. Ein Schildschlag. Okay. Fach Damage. Und ich kann die so ein bisschen durch die Gegend schleudern. Wir haben Schildtrommel. Damit zieht sie Aggro. Dann haben wir Konterhieb. Pariert einen Angriff. Und wir haben Wolkenhieb, wo sie Leute aus der Luft holt. Perfekte Abwehr. Kostet 2500. Es macht halt nichts, außer dass sie weniger Schaden bekommt. Ist ziemlich teuer, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das gut ist. Sicherheitshieb. Ich mach das mal statt des Konterhiebs, weil er teurer ist. Wohl, weiß ich gar nicht, aber hier unten. Man hat manchmal halt relativ wenig, gerade wenn das die Vasallen sind, wenig Idee davon, wie stark der Angriff ist. Einen schnellen Hieb. Ist jetzt denn sozusagen ein Angriff parieren und einen schnellen Hieb machen? Oder ist es besser, wegzurollen und ein Vernichten? Denn das Vernichten klingt halt besser, ne? Ansonsten sind die relativ ähnlich. Eins ist ein Ausweichen plus Konterangriff, das andere ist ein Parieren plus Konterangriff. Ich weiß es nicht. Suchen kann ich auch ihm geben. Ja, kann ich machen. Aber bringt es eh noch nicht viel. Brauchen eine ganze Menge mehr. Mal mit ihm reden. Good merchant knows the trade is a battle of wits. Die reden nur Scheiße. I shan't let circumstance dictate my price. Man denkt immer, dass irgendwas Interessantes zu diskutieren gibt. Die haben irgendwelche dummen Sprüche immer nur. Stört dich nicht, wenn ich direkt hinter dir 53 Gold wegnehme, oder? Oder wenn ich hier hingehe und mir dein Dörrfleisch klaue? Nein? Okay. Wir sind überladen. Deswegen können wir viel nicht machen, aber ich will eigentlich auch nur zu dem Händler und den ganzen Shit verticken. Wir sind langsam. Wir können auch die anderen Sachen nicht vernünftig benutzen. Fancy look at my wares? Verkaufen.
Noppenlederstiefel. Ist halt deutlich schlechter. Weg damit. Ist abgegradet. Aber wenn ich nochmal die Location wechsle. Egal, dann kaufe ich neue Sachen. Ein bisschen Geld hier. Setz das Inventar auch mal zurück. Das ist ein bisschen komisch. Und das. Jetzt Waldläufer, Beinkleider. Noch die Kiste ein bisschen aufgeräumt. Das heben wir nochmal auf. Sieht irgendwie cool aus, das Schlangendiadem. Wo es 2000 Gold bringt. Schützt vor Umkehrung und Abstoßung magischer Energien. Weißt du was? Weg damit. Und als letztes gucken wir uns auch die Ringe an. Danke. Always a pleasure. Jetzt will ich nicht mehr überladen. Also ich trage maximale Gesundheit. Ein klein wenig. Maximale Ausrüstungsgewicht. Und Eleonora hat einen Ring nur. Klein wenig maximale Gesundheit. Verringert. Durch Feuerangriffe erlittenen Schaden. Feuerangriffe passiert jetzt nicht so häufig. Maximale Gewicht erhöhen. Ich glaube, das geben wir eher mal Eleonora. Dann trage ich den Ring noch. Und einen davon legen wir ab. Dann geben wir den. War ein bisschen umgeräumt hier alles. Also, in dem Dorf sind wir noch unterwegs. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Sagst du dazu? I take it you're the outsider my lord mentioned. How do you know to expect you? I couldn't tell you. Why not ask him yourself? You'll find him in the manor atop the On Hill. Okay, also wenn man ein mysteriöses Dorf aufbauen möchte, kann man es kaum deutlicher machen als auf diese Art und Weise hier. Nothing you about. You're the outsider. My lord spoke of you. Come on, follow me. I have something real nice to show you. Also, ich kann schon mal Tipps abgeben. Ist es ein Vampir? Ist es ein Werwolf? Was kann sonst noch sein? Okay, hier sind erstmal zwei Truhen. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. Why, you're just the person I was looking for. Oh, Marie. Ich wollte dich gar nicht. Kommst du mit? Ich wollte die andere. I'm in no mood for a chinwag, thank you. Bevor wir zum Lord ins Schloss gehen, zum Grafen, gucken wir uns halt hier noch ein bisschen um. Dare I presume I've caught your eye? Nicht Gold. Danke. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Das alte Adelsgut. So, jetzt kommen wir der Sache hier mal. Gehen wir der Sache auf den Grund. Was ist hier los? Greetings. I must say, I'm impressed by your intuition, sir. You find me out far sooner than most. Huh? I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. Sehr schönes Dorf. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. So funktioniert übrigens ein Kamin nicht. Ich wollte es nur mal sagen.
nach dem Dorf fragen. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. Okay. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate. Which is to say, you have my approval as the Thiefmeister. Is there aught else you'd care to ask? Was weiß er denn über uns? You're curious what I know of you? Quite a bit, I should think. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brandt against the Queen Regent. Also sag mal, unsere Verschwörung ist jetzt nicht die geheimste der Welt. Ich frage mich echt, warum wir überhaupt noch leben oder zumindest nicht im Knast sind. In response, she's... Ja? Oops, I mustn't say another word. Ups, ist mir rausgerutscht. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain neutrality in political matters. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Such is our village code. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, dass du mit Informationen handelst. Dann handel doch mit deinen Informationen. Is there aught else you'd care to ask? Frag mal nach Arthur. Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. My apologies. Is there aught else you'd care to ask? Wir haben den Brief. Sag er zum Brief. Beg pardon? Why would you ask such a thing? A letter? Oh, you've made quite the discovery. Ja, wir haben einen Brief gefunden. Brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means to say someone's taken on such a request. Man imitieren. Naturally, I can say nothing as to the who or what of the arrangement. I'm sure you understand. Also ich bin nicht ganz sicher, ob er verstanden hat, was mit Informationen handeln bedeutet. Is there aught else you'd care to ask? I take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Okay. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Opus der Legende. Guck mal, was haben wir denn hier bekommen? Was ist denn Opus der Legende? Ein Foliant, der eine außergewöhnliche Fähigkeit für Diebe beschreibt. Benutzt, um Klingen der Einäscherung zu lernen. Auch für Hauptvasallen. Ja, mein Hauptvasall ist leider in diesem Fall jemand, der nicht davon profitiert. Denke ich mal. Ja. Hätte nicht sein können. Behalte es mal noch. Ich bin ja kein Dieb mehr. Und das jetzt gerade nicht. Eine mystische Klinge. Kann ich das dann trotzdem benutzen vielleicht? Ich würde denken, nein. Also wir probieren es einfach. Was kann ich natürlich trotzdem erst, wenn ich dann gleich wieder Master, in einem Gasthaus bin. My heart knows no greater peace than when I'm by your side. Haben wir ein paar Edelsteine. Was sagt die Quest jetzt dazu, was wir hier gemacht haben? Das Dorf ohne Namen. Ermittler gegen den falschen Souverän. Was haben wir noch dabei? Du hast gelernt, was mit Messing auf sich hat. Du hast den Diebesmeister im Anwesen getroffen. Jemand imitieren, ja. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Nachforschungen hier im Dorf. Darf ich nicht rein? Leider nicht kaputt hauen. Noch was anderes sagen? Fragen? Is there aught else you'd care to ask? If aught about our humble village seems, for 'tis here that thieves to begin with.
Of course, you, which is to say... You... Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care, then. Bisschen mehr erwartet hier von dem Haus des Meisters. Wenn wir uns hinsetzen und warten. Warten, bis die Nacht kommt. Ich sag euch, er wandelt sich entweder in einen Vampir oder in einen Werwolf. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Aber noch sind wir nicht fertig hier. Wir haben es noch nicht erkundet. Es gibt hier noch ein Geheimnis. Interessant mit dem. Vielleicht ist es wirklich mit der Zeit zu tun. Check mal gleich mal, aber erstmal gucke ich mich noch um. I'll go and open the chest. Suchermedaillon. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Wo sind die noch eine Truhe? Irgendwas entdeckt? Dann meinen Sie die hier, die ich jetzt schon genommen habe? Ganz so aus. Das ist genau an der Stelle auf der Karte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Icons nicht richtig entfernt werden. Manchmal sehe ich Sachen, aber manchmal sieht es wirklich so aus, als würde es einfach da bleiben, nachdem man es schon gelootet hat. Noch nicht alles rausgefunden über das Dorf. Was gibt es hier noch rauszufinden? Ich bleibe erstmal noch ein bisschen jetzt hier tagsüber, obwohl jetzt schon die Sonne langsam untergeht. Dann fliegt ein Greif rum. Komisch, dass er jetzt nicht mehr die Nahansicht von dem Gebiet hat. Sunset draws near. We shall have to re- Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Nee, wir machen gerade wichtige Nachforschungen. Schatzkiste ist gerade nicht so wichtig. Ist ein Gegner oder? Nee. Moin. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Leo. Knowing when to use curatives is my speciality. Gerade nicht, danke. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Aber irgendwie außerhalb des Ortes irgendwas feststellt. Aber nee, das sind nur die gleichen Gebäude, die wir schon kennen. Wie spät ist es denn auf der Uhr? Zählt es jetzt schon als Nacht oder Abend? Dunkel genug ist es ja. Over here, if you would. Ich habe nicht mit den Leuten genug geredet. Ich kann mir echt vorstellen, es ist so weird mit dem Warten. Ich gehe nochmal hoch und warte vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie lange er wartet dann. Hoffentlich wartet er nicht automatisch bis zum nächsten Morgen. Das will ich jetzt ja nicht, wenn das gerade schon Abend ist. Ich will es trotzdem mal benutzen. Einnicken. Die Zeit vergeht da wohl. Aber ich will, kann ich. Wir haben Nacht. Hätte ich jetzt.
Wenn in einem verwunschenen Dorf, in einer seltsamen Umgebung, was zu entdecken ist, dann ja wohl nachts. Blöd ist das Rätsel des geheimnisvollen Dorfs. Be the visitor I've heard so much about. Have you some you would know of our village? As you can see, 'tis a simple place. Is there aught else I can help you with, sir? As you like, sir. This is the course. Nothing's free in this world. Glad to be of service, sir. Diebmeisterlehre. Klingt der Einäschung. Ja, das kann man leider dann doch nur für die Dieblaufbahn verwenden. Ja, ich wollte es mal angucken. Kann ich irgendwas kombinieren hier? Nur den Ausdauer. Jawohl. Oh, kann ich einen Blumenstrauß machen? Ist ja nett. Well done, Arisen. You have acquired a Maester's teaching, an important milestone in mastering any vocation. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. What? Kehre dann auch an Brand zurück. Gehört das denn schon dazu, dass das Teil dieser Aufgabe mit ist? Finde so viel wie möglich raus. Ja. Ich habe schon so viel wie möglich rausgefunden und der Auftrag ist nicht erfüllt, weil ich nicht zu Brand zurückgekehrt bin, oder? Haben wir das noch nicht richtig erforscht? Ich würde so interpretieren, dass wir das hier noch nicht alles erforscht haben und dass dann ein Haken gesetzt wird und dann gehe ich zu Brand zurück. Und nicht, dass der Haken gesetzt wird, wenn ich zu Brand zurückgehe. Das ist irgendwie eine seltsame Art, das Questlog zu behandeln. Best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. Ich weiß allerdings nicht mehr, was wir in diesem Dorf noch machen sollten. Ich habe mit allen gesprochen. Fancy a look at my wares. Well met, sir. How my business could be better, but I'm scraping by. The safer the roads, the heavier my pockets. Er sagt nichts Vernünftiges. Do come again. Come, I'll lead the way. Mehr habe ich irgendwo ein Item übersehen oder mit jemandem nicht ausführlich genug gesprochen? Alle Gebäude schaue ich mir noch einmal an, was da unten ist. Wir waren tags und nachts hier unterwegs. Wir haben den Brief gefunden. Well met, sir.
How might I be of service? Der Riftstein. Over here, if you please. Was möchtest du denn, Anja? Ich wollte gerade noch mal im Dorf übernachten. Vielleicht bringt das noch irgendwas. Ein bisschen komisch, in den Häusern waren wir auch schon. Ja, ist hier für eine Familie nachts unterwegs? I fear I've not useful to share. If you're curious, why not ask my lord yourself? What's all this about? Yeah? What is... So, was für die Anja? Auch so eine neue Hose. Dann hat sie hergeführt. Is there aught else you care to ask? You're curious what I know of. Naturally, I'm not the only one. You're the second in response she... Also gibt's auch nichts Neues, ja, ups. Those who deal in it... Is there aught else you care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village many... Is there aught else you care to ask? I take care then. Danke, Anja, dass du uns hierher geführt hast. Das war eine sehr große Hilfe. Einzige, was hier noch ein bisschen interessant ist, ist dieser... Ah, hier. Ah, nee. Das ist ja kein richtiger Raum. Der Raum scheint aber nur verschüttet zu sein. Hier noch ein anderer Eingang. Sehe ich irgendwas anderes? Traue ich dem Spiel zu viel zu? Dass man hier irgendwie noch was Cooles machen soll, irgendwie. Das ist das Problem manchmal in Spielen, man weiß nicht genau, wie die funktionieren. Hat das hier irgendwie noch was? Muss man sagen, entweder hier noch was erforschen, muss man einen geheimen Weg finden da rein. Ich höre es zu, von der anderen Seite sieht es aus, als wäre der Raum nur verschüttet. Voller Geröll. Hier wird immer noch diese Kiste angezeigt, obwohl hier eine offene Kiste ist. Dann doch was anderes da noch drin. Es gibt einen zweiten Stock. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off. Entschuldigung, Robin. Geh mal von Robin runter. Entschuldigung. Ich wollte mich nur oben an der Kante festhalten. Ich wollte nicht auf Robin draufspringen. Das ist doch irgendwie... Für irgendwas ist das doch interessant. Aber ich habe keine Ability, oder? Kann ich da mit dem Drachen... Find a place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Wieder irgendwie hoch. Ich glaube nicht, dass das wirklich mit der Quest zu tun hat, aber. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest? We shall await you here, Master. Irgendwie gibt es einen zweiten Stock, in den man nicht kommen kann. Der einzige Zugang scheint hier zu sein. Und das ist versperrt. Von der Seite komme ich nicht ran. Nicht so richtig aus wie eine kaputte Treppe. Aber so ein Schrank klettern bringt auch nichts, oder? Hier wäre das gewesen. Schmarrn. Weiß aber auch nur so, kann ich ihn von hier irgendwie mich festhalten? Als Dieb kann man diesen Hand her springen machen. Aber es kann nicht sein, dass man mit einer bestimmten Klasse sozusagen hier nicht, also wenn es questrelevant wäre, zumindest nicht weiterkommt. Ach, Entschuldigung, Marie. Stand es auch ein bisschen weg? Ein bisschen. Möchte ich auf dem Geröll. Er hält sich auch nicht fest. Er ist gerade mit verschiedenen Sachen. Entschuldigung, Marie. Loslassen!
Aber die nehmen es mir auch nicht übel, das ist mein ganz nett. Nee. Ja, dann nicht. I don't know. Das Einzige, was ich jetzt noch probiere, ist mal in dem Gasthaus übernachten. Wie lange haben die gebraucht eigentlich von den... Ich war noch vorhin schon hier, als ich sie getroffen habe. So, wir werden in dem Gasthaus übernachten. Und dann... gucken wir mal. Vielleicht tut sich irgendwas. Vielleicht passiert was Interessantes. Dass der rote Punkt da weggeht. Den haben wir doch schon angelegt. Warum wird denn der als rot markiert, wenn wir den schon angelegt haben? So, ich möchte hier in dem Gasthaus mich ausruhen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also wir schlafen in der Nacht. This is the end. Of course. Nothing's free in this world. Ja, ja. Bis zum Morgen ausruhen. Oh, how I've longed to embrace my bedroll. Ich weiß auch, wie noch ein Hinweis von denen. Bin ich auf die Quest, weiß er nicht. Zur Quest ausgesagt. Now we've got them to tackle the day ahead. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Gut geschlafen, ja. Also in der nächsten Folge gucken wir uns nochmal im Dorf um. Vielleicht entdecken wir noch was. Sonst gehen wir halt einfach zurück zu Brand. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.